kaufe fast alles vor Ort, weil ich einfach gern die Läden unterstütze. Ich möchte immer gerne lebendige Städte haben und dafür muss ich dort auch kaufen. Tatsächlich beides. Natürlich das meiste digital, aber ich habe auch noch so einen alten Plattenspieler. Meistens Steak, gelegentlich Tofu. Derzeit Diesel, irgendwann aber auch mal Elektro. Wir haben jetzt erstmal die Musterfeststellungsklage geschaffen und schauen, wie sich das bewährt, gerade bei den VW-Verfahren. Auf europäischer Ebene gibt es weitere Bestrebungen, eine Sammelklage einzuführen. Da müssen wir auch mal sehen, wie sich das erstmal weiterentwickelt. Verbraucherpolitisch wird es in der nächsten Zeit vor allen Dingen darum gehen, was ist eigentlich mit meinen Daten? Wer erhebt die? Was weiß ich darüber, dass die erhoben werden? Was passiert mit denen? Da hängen unglaublich viele Fragen dran. Und dadurch, dass immer mehr Produkte auch Daten erheben, ohne dass wir es so richtig mitkriegen, wird das eine immer größere Bedeutung bekommen. Wir wollen schließlich alle den Komfort der Digitalisierung in Anspruch nehmen, aber wir wollen auch nicht zum gläsernen Menschen werden. Mhm.